time to live it up. Oh, you get scented fine wine, deliverables and chocolate candles. It's time to live it up. Oh. Herzlich willkommen zu einem neuen Review jetzt wieder von uns, das Smoking Elite, heute mit einem Gast, der jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich öfters dabei sein wird. Kann ich dir mal kurz vorstellen. Ja, hi, ich bin der Micha und ich werde jetzt in nächster Zeit öfters zu sehen sein in den Videos. Ja. Würde ich sagen, fangen wir direkt an. Heute rauchen wir eine Mischung und zwar einmal Ausländischer Alfaka Cappuccino und Impero Cappuccino. Ich zeige euch einfach mal direkt erstmal den Schnitt von beiden. Ich meine, von Alfaka kennen die meisten den Schnitt, ja. Ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen, ja. Eigentlich genau richtig fein, ein paar grobe Sachen drin, aber hauptsächlich fein. Jetzt zeige ich euch den Impero. Ja, so kann man es sehen. Der Impero ist sehr ähnlich wie der AF geschnitten. Preismäßig, ausländischer AF liegt so um die 20 Euro, sag ich jetzt mal, für 250 Gramm. Impero, ich weiß nicht, ich glaube 200 oder 250 Gramm, wie viel drin, weiß ich nicht mehr 200. Genau. 200 Gramm. Und kostet 13,50 Euro, also ist deutlich günstiger. Aber ist halt nicht ganz so intensiv wie ein ausländischer AF zum Beispiel. Kommen wir direkt zum Geruch. Ich fange mal mit dem AF an. Ja, der AF riecht, finde ich, meines Erachtens wirklich ganz typisch wie ein Cappuccino, wie man es nicht anders kennt. Eine schöne, herbe Cappuccino-Note. Wirklich genau wie ein Cappuccino schmeckt und riecht, so riecht auch der AF Cappuccino. Ja, also ich schließe mich dem Flo an. Der AF Cappuccino, der riecht gut nach einer Cappuccino-Note. Der hat auch den Kaffeegeruch. Ja, leckerer Cappuccino-Tabak. Kommen wir zum Geruch vom Cappuccino von Impero. Der riecht ganz anders. Ich finde, der hat mehr so eine, also eine Kaffeenote hat er jetzt nicht drin. Ich finde, der hat mehr so eine Karamellnote, finde ich. Also schmeckt, also es riecht sehr nach Karamell. Mischverhältnis ist 60 vom Impero und 40 vom Cappuccino, vom AF. Der weiß Cappuccino. Ja, also der Impero, der riecht gar nicht nach Kaffee. Wie der Flo gesagt hat, der riecht nach, was war das jetzt? Karamell. Karamell, genau. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Der riecht nur nach Karamell, da ist gar keine Kaffeenote drin, nichts Cappuccino-ähnliches. Ist gut zu mischen auch. Ja. So, Setup heute, wir rauchen heute in Bacia Specht mit 3 Cucubricos, wie immer locker flockig gefüllt. In der Q7 und im SK, also Shisha King, ich weiß nicht mehr, was das für ein, so irgendein Glasstoff und Shisha King, mit dem Fender Deluxe drauf. Ja, für normalen Fender, ich weiß nicht, warum ich mal Fender Deluxe sagen will. Kommen wir direkt zum Rauch und Geschmack. Rauch geht auf jeden Fall klar. Geschmack, ja, also der Cappuccino von Alfaka steht auf jeden Fall noch im Vordergrund. Und dann im Abgang hat man noch diese Karamellnote von dem Impero Cappuccino. Ich mische das Ganze so sehr gerne, weil der Alfaka dieses Herbe auf Dauer stört so ein bisschen, sage ich mal. Mit dieser Karamellnote schmeckt das dann sehr lecker. Wirklich wie ein richtiger Cappuccino schmeckt das dann. Wirklich fast 1:1 wie ein normaler Cappuccino. Was sagst du? Ja, vom Rauch her, AF-typisch. Raucht sehr gut. Und vom Geschmack durch den Impero schmeckt man halt, ist halt diese Karamellnote drin, das passt sehr gut. Und die typische Cappuccino-Note vom AF ist aber auch noch im Hintergrund, aber nicht zu stark. Das, wenn man den pur raucht, ist er für mich, finde ich, zu stark. Und durch diese Mischung ergibt sich was Gutes so. Ja, sehr angenehm zu rauchen. Genau. Ja, also das Prozessungsverhältnis ist bei beiden Tabaken eigentlich ganz gut. Beim Impero pur rauchen, also ich finde den pur nicht wirklich gut, aber in der Mischung jetzt selber schmeckt es ganz gut. Pur ist es wirklich für den Impero Cappuccino würde ich keine Kaufempfehlung geben, für den Alfaka Cappuccino jedoch schon, weil er einfach den Geschmack trifft. Und die Mischung, wenn man beides sich holt, dann ist die Mischung einfach echt lecker. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, ich auch. Gut.
Dann war es das Ganze jetzt für euch. Für heute wieder, würde ich sagen, raucht euch wieder ein schönes Köpfchen. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Wir werden die Fragen schnellstmöglich beantworten. Ich würde einfach sagen, wenn es unsere Videos gefallen, abonnieren, ihr könnt liken, teilen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, The Smoking Elite, einfach eingeben. Kommt unsere Facebook-Seite, da haben wir noch nicht so viel gemacht, aber da wird in Zukunft auch ein bisschen mehr kommen. Eventuell in Zukunft auch noch ein kleines Gewinnspiel. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Rauchen, bis demnächst. Ciao.